herzlich willkommen zurück zur Sonntagvormittagsausgabe Let's Play LS17 hier auf Nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.9 ohne Gräben. Die 2.0 kommt wohl nächstes Wochenende raus. Bis ihr sie bei mir hier auf dem Kanal seht, wird es noch dauern, weil ich ganz, ganz viel vorproduzieren muss wegen den Ferien. Und, aber das sagte ich ja schon. So, ich bin dabei, einen Kurs aufzuzeichnen, um Kartoffeln zur Kartoffelwaschanlage zu bringen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Mal gucken. Ist ja oft nicht so einfach. Und daher probieren wir das mal. Weil ich habe noch so viele Kartoffeln im Hofsilo. Die müssen einfach mal weg. So, und da ich ja einen Cosplay-Kurs aufzeichne, werde ich mal versuchen, nicht durch die BGA zu fahren, wie ich das sonst immer mache. Sondern schön, vernünftig, fein säuberlich hier außen rum. Naja, so halb fein säuberlich. Ich weiß, ich könnte auch geradeaus fahren, will ich aber gar nicht. Mal gucken, ob dieser Kurs hier funktionieren wird. Ich möchte dann eigentlich auch gerne beide Waschanlagen beliefern können. Also ich werde dann da sicherlich nochmal irgendwie ein kleines Wendemanöver machen müssen. Hatte er nicht irgendwo den Trigger erweitert? Zum Abkippen. Egal. Machen wir nicht. Machen wir jetzt keinen Kurs. Sondern kippen wir einfach von Hand ab. Wo hat er den denn hingemacht? Ich hab das doch schon mal hingekriegt. Oder ist er jetzt wieder weg? Ja, wie dem auch sei. Wie das alles. Oh Mann. Habt ihr gestern Fußball geguckt? Ich kann jetzt gar nicht über das Ergebnis diskutieren, weil ich diese Folge natürlich weit vorher aufgereist war. Aber, im Vorfeld aufgenommen habe. Und daher gar nicht weiß, wie Fußball ausgegangen ist, wenn ich jetzt hier... Jetzt, wo ich das hier aufnehme. Aber die Frage, die viel wichtiger ist, als ob ihr Fußball geguckt habt, ist... Habt ihr gestern unseren Livestream geguckt nach dem Fußball? Das ist doch viel wichtiger. Und vielleicht, das kann ich noch nicht genau sagen, es entscheidet sich spontan, heute Abend auch nochmal ein Livestream. Mal gucken. Es könnte dann einer der letzten vor den Ferien und auch für die ersten paar Wochen der Sommerferien in Niedersachsen sein. Ich kann auch nicht sagen, ob ich während der Ferien dazu komme, zu streamen. Also wenn nicht, dann gibt es erst Ende Juli wieder was. Ja, ich weiß auch noch nicht, das kann ich jetzt im Moment noch nicht abschätzen, ob ich es schaffe, genug Videos zu produzieren. Genug Let's Play Videos, um tatsächlich meinen Rhythmus von 9 Videos pro Woche aufrecht zu erhalten. Ich versuche das. Ich bin da fleißig bei. Aber das ist schon eine ganz schöne Aufgabe. Das sind irgendwie 40 Videos, die ich jetzt noch innerhalb von kürzester Zeit produzieren muss.
Und ob ich das schaffe, kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, ich probiere mein Bestes, aber ich kann es noch nicht versprechen. Deshalb werde ich dann auch irgendwann mal aufhören. Ich sag's ja ganz einfach so, wie es ist. Ich werde irgendwann mal aufhören und die Wochentage zu erwähnen. Ich meine, letztes Mal habe ich mich ja sowieso damit doch etwas verranzt, weil ich da in meinen Aufzeichnungen einen kleinen Fehler hatte. Aber dann bin ich, ne, dann habe ich notfalls die Möglichkeit, dass ich sage, ich mache zum Beispiel am Wochenende auch nur ein Video oder ich mache in der Woche nur jeden zweiten Tag eins oder irgendwie sowas, um ein bisschen zu sparen, um mit den Videos, die ich vorproduziert habe, bis zum Ende meiner Ferien hinzukommen. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Aber wie gesagt, ich kann es noch nicht genau sagen. Ich werde so viel probieren, wie es geht, vorzubereiten und werde versuchen, diesen Rhythmus einzuhalten. Aber ich kann es euch einfach noch nicht versprechen. Das geht einfach nicht. Also im Moment kann ich es noch nicht versprechen. Ich kann euch das, ja. Ja, ich kann euch das eigentlich erst in den Ferien sagen. wenn ich weiß, wie weit ich mit dem Vorproduzieren gekommen bin. Also im Endeffekt habe ich jetzt irgendwie noch eine Woche Zeit, um über 40 Videos zu produzieren. Klar kann man das machen, aber ich mache ja nicht nur das. Ich habe ja auch noch einen Job, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich sitze dann immer abends mal ein bisschen am Computer und produziere ein bisschen was. Aber im Endeffekt heißt das, ich muss hier wirklich jeden Tag eigentlich so meine 6-7 Videos produzieren. Und das wirklich jeden Tag, damit das dann für die Ferien reicht. Und das ist schon ein ganz schönes Pensum. Weil wenn ich von der Arbeit komme, dann bin ich auch erstmal fertig. Dann mache ich mir was zu essen. Dann sehe ich ein bisschen fern zum Relaxen. Und dann setze ich mich irgendwann an den Rechner. Das ist dann meistens schon recht spät. Das ist dann meistens schon irgendwie so 9:30, 10:00. Und dann fange ich an, meine Videos aufzunehmen. Und das kann manchmal dann natürlich dann ein bisschen dauern. Wenn ich dann jedes Mal irgendwie 6-7 Videos, jedes Video so 15 bis 20 Minuten, rechnen wir mal 18 Minuten im Schnitt, und ich muss 7 Videos am Tag machen, dann sind das ja schon mal schon mal über 2 Stunden, die ich dann nur zum Video aufnehmen brauche, ohne immer hier Pausen zwischendurch, ohne was zu trinken. Da müssen die Videos alle geschnitten, vertont werden. Ich muss Thumbnails erstellen, die müssen hochgeladen werden. Gut, beim Hochladen muss ich nicht dabei sein. Das Schneiden, da muss ich schon dabei sein. Aber das kann man dann nachher ja zum Glück auch so ein bisschen... So, ne, ich muss beim Schneiden zwar dabei sein, das muss ich von Hand machen. Aber ich muss nicht beim Rendern dabei sein. Ja, das ist natürlich schon mal eine Riesenerleichterung. Das läuft bei mir normalerweise dann über Nacht. Und am nächsten Tag, wenn die dann alle gerendert sind, die Videos, dann werden sie hochgeladen. Dann setze ich mich dabei und erstelle die Thumbnails, lade die hoch, mache die Videobeschreibung oder die Titel zumindest, sag, wann die veröffentlicht werden sollen, wenn die alle hochgeladen sind. Und dann kümmere ich mich auch um meine Homepage, dass da dann dementsprechend Artikel auftauchen, ne, dass wieder ein neues Video da ist, was ich auch nicht immer schaffe, aber ich versuche das zu schaffen. Naja. Und so geht dann für jedes Video, was hier so zu sehen ist, selbst wenn die Videos selber nur so 15 bis 20 Minuten dauern, geht für jedes Video, würde ich mal schätzen, ungefähr eine halbe Stunde Arbeit ins Land. Naja, da könnt ihr selber ausrechnen, wenn ich hier irgendwie 40 oder fast 50 Videos jetzt zu produzieren habe. Das sind 25 Stunden, das ist ein ganzer Tag. Rund um die Uhr von morgen, also ne, von Mitternacht bis nächsten Morgen 1 Uhr. Das ist schon das eben nebenbei, wie gesagt. Nein, aber nur das, ne, also es soll jetzt auch nicht hier irgendwie
um Mitleid betteln sein oder sonst irgendwas oder, ne, ja, du bist ja der Held oder so. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Ich will euch einfach nur ein Gefühl dafür geben, warum das eventuell sein kann, dass im, in den Ferien der Rhythmus nicht so eingehalten wird, wie ihr es gewohnt seid. Aber ich tue mein Bestes. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich auch in den Ferien nochmal was aufnehme oder so. Das kann ich aber noch nicht versprechen. Weil Ferienzeit heißt für mich erstmal Familienzeit. Und da hat die Familie erstmal Vorrecht. Und dann kann höchstens mal sein, dass ich mich mal ein oder zwei Abende irgendwie mal zu Hause hinsetze am Computer und ein bisschen was mache. Aber kann ich noch nicht sagen. Ups. Was ich eigentlich wollte ist, ich wollte eigentlich vom Hof zur Mühle. Silo Mühle. Da ist es doch. Und zwar wollte ich gerne. Habe ich euch hier die ganze Zeit mit so einem Monolog gelangweilt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Gerste. Das sollte ja jetzt automatisch gehen, dass wir Gerste zur Mühle bringen. Und der Rest sollte hoffentlich auch laufen. So. Das steht hier eigentlich nur. Achso, klar, hier steht ein Schneidwerk. Das ist natürlich jetzt cool, dass wir uns den Luxus hier leisten. Eine Reinigungscrew zu haben, die mir meine Fahrzeuge reinigt. Das heißt, ich kann hier schön den Joskin-Trailer einfach stumpf reinstellen. Brauche mich nicht drum kümmern, dass der mal gereinigt wird. Sondern machen andere für mich. Das ist doch cool. Bereiten hier schon mal die Saat vor, die Aussaat. Das aussät, aussieht, Aussaat. Nein, scheiß Wortspiel. Sorry. Saatgut ist gar nicht voll. Dann wollen wir das nochmal voll machen, ne? Hallo? Oh, fast nichts drin. Okay, Dünger ist drin, aber Getreide ist nicht drin, oder wie? Nee, Getreide ist nicht drin. Okay.
Naja, dann nicht. Wo ist hier das Problem? Wo ist mein Abfahrer? Ja, schön. Hier nicht. Die Produktion auch weiterlaufen. Immer noch 1500 Liter. Ist doch geil. Nun mach. Aber jetzt sag nicht, ich krieg das hier nicht mehr los. Da flippe ich ja wohl aus. Vierhundertachtundneunzigtausend. So, geht. Schön. Ja. Oh, wir überziehen. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen. Kommt mich auf meiner Homepage besuchen. Und schaltet vor allem heute Nachmittag auch wieder ein. Zur nächsten Folge Let's Play Alice 17. Und eventuell heute Abend Livestream von der Hauptfach. Kann ich aber noch nicht versprechen. Feld 2. Wir müssen da nichts mit sehen. Ja, erstmal verschieben. So. Okay, Leute. Ich danke euch erstmal vielmals fürs fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr heute Nachmittag wieder einschaltet. In diesem Sinne sage ich ciao.